Willkommen an der Côte d'Azur, willkommen zu den 9. Energy Music Awards live aus Cannes. Ich bin der Herold und wir machen jetzt mal eine kleine Tour. So, die internationalen Stars aus der ganzen Welt sind heute hier an der Côte d'Azur, in Cannes, Vanessa Paradis, Rihanna, Celine Dion, Kylie Minogue und alle steigen sie in einem Hotel ab und zwar in diesem hier, das ist das Carlton International. Unglaubliche Szenen spielen sich ja vor dem Carlton International in Cannes. Es ist unglaublich, aber wahr. Eine deutsche Kapelle bringt die Côte d'Azur völlig zum Ausflippen. Hier sind die Fans von Tokyo Hotel. Tu peux chanter? Oui! Yes! Okay, quelle chanson? Oui, bonjour! Non, moi chante pas. Which one do you like the most? Is it Bill? Tom? Das beschauliche Cannes an der Côte d'Azur hier in Frankreich. Ein Ort, an dem man Ruhe hat, an dem man kommt, wenn man ganz viel Geld hat und ich weiß nicht, und ganz gemütlich in einem schweineteuren Hotel ausharren wollte, wäre da nicht der Herold, der mal ein bisschen was vorbereitet hat. Unglaublich, unglaublich, einfach unglaublich. Wir sind an dem Ort, an dem normalerweise kein Mensch kommt, aber mit besten Verbindungen und dem All Access Ausweis. Ja, man bringt nicht rein, ist das natürlich möglich. Und es ist unglaublich, aber wahr, eine Dame, die heute Abend auch auf der Bühne stehen wird, sie steht ganz verlassen und allein wirklich am Rand. Man nimmt sie mit. Hi Rihanna. Rihanna? Oh, okay. Dann, die Côte d'Azur, die Energy Awards zum 9. Mal, immer noch in Cannes. Es ist der harte Job eines jeden Journalisten, sich auch zwischendurch mal zu stärken. Und das tun wir an dieser Stelle. Ich habe mir einen Cappuccino bestellt. Keine Ahnung, was er kostet. Ich schätze aber mal, dürfte so zwischen 50 und 52 Euro liegen. Wir sind gespannt, Rechnung kommt gleich. Es kann was geben. So, ich habe den ultimativen Weg rausgefunden für alle Tokyo-Hotel-Fans, wie man den Bill am besten treffen kann. Und da geht man einfach nur ins Café und sagt, could I have the bill, please? Kein Scherz. There is the bill and we have a... Wir haben einen Betrag von 10 Euro. Ah, deux café lait? No. Un café lait et un cappuccino. Ça fait 10 Euro.